Hallo und herzlich willkommen zu Tanja Talks. Mein heutiger Gast ist die liebe Joanne Bell und sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Diva in Person. Diva is a female version of a hustler. Joanne, stell dich doch einmal vor und sag uns doch mal, was du alles so Schönes machst. Mein Name ist Joanne Nanita Bell. Und eigentlich die Joanne und die Nanita ist selber Name. Mhm. Weil die Nanita ist eine Spitzname für Joanne. Mhm. Okay, so was ich mache. Ich mache alles, was betrifft Musik und meine Kunst. Mhm. Ja, und ja, was bedeutet das? ich singe natürlich und alle Sorten. Ich begrenze mich nicht mit was für Musik. Ich mag Sachen mit Kostüme. Ich style mich. Ich mag Beratung für junge Sänger und Sängerinnen. Und was mache ich noch? Also ich unterrichte. Und ich mag verschiedene Projekte. Ich habe gerade ein Trailer gemacht für ein PC-Spiel. Das heißt Shakes and Fidgets. Mhm. Und ich war die Oma da drin. Und der Regisseur und der Produzent war sehr begeistert mit meiner Stimme. Er hat gesagt, du bist eine perfekte Oma. Was mache ich noch? Ich mag, ja, was kommt. Was kommt und ich genieße es, weil ich liebe es. Seit wann bist du schon Sängerin? Meine Mutter hat mich auf die Bühne gebracht. Ich war 4 Jahre alt. Wow. Und ich bin jetzt 78. Unfassbar. Es ist fassbar. Wann bist du nach Deutschland gekommen? In 78. Schon eine ganz lange Zeit hier. Ja, ja, ja. Und ich habe eigentlich, zuerst war ich in Österreich, habe ich ein Stipendium für eine Opernschule und dann danach bin ich nach München gefahren. Und wie würdest du sagen, hat Musik dein Leben verändert? Ich kenne mein Leben ohne Musik nicht. Mhm. Und ich kann nicht sagen, es hat mich mein Leben verändert. Es oder ist, beeinflusst. Ne? Es ist mein Leben. Mhm. Alles, was betrifft Musik, gefällt mir. Und ich entdecke, manchmal, es bringt mich in diese Richtung, in eine andere Richtung. Und es ist immer aufregend und sehr schön für mich. Ja, man merkt, du bist also richtig mit Herz und Seele dabei. Ja. Also stehst quasi mit vollstem Herzen für das Singen, für die Musik ein. Ja. Sehr schön. Ich liebe Musik. Du bist, apropos singen, du bist auch im Chor mit dem Namen Heaven Can Wait. Ja. Ganz toller Name. Ja. Meinst du, dass wenn Menschen älter werden, glaubst du, dass sie aufhören, glücklich zu sein und ihr Leben nicht mehr aus vollstem Herzen leben? Ja, das macht mich sehr traurig manchmal zu sehen, weil man kann das sehen durch die Körpersprache. Ja. Man kann das sehen, wie die Kleider, was die... Oh, und was die akzeptieren kann. Mhm. Wenn du redest mit Leuten in meinem Alter oder jüngere Leute auch, da 60 oder so, die haben schon entschieden, wie das Leben sein sollte. Mhm. Und das, ich muss ehrlich sagen, ich entscheide nicht mehr, was es bringt. Nicht. Ich habe das versucht zu entscheiden, oh, es sollte so sein. Mhm. Und es kommt nicht dahin. Ja. Und nee, diese Chorgeschichte ist eigentlich eine Produktion. Mhm. Es ist nicht nur Chor, es ist eine Produktion und St. Pauli Theater hat das gemacht. Und wie ich gesagt, es ist auch sehr interessant für mich zu sehen, wie die Leute im Chor, die kämpfen weg und raus von dieser Schachtel, was sie haben sich
gestellt, ja. hingefühlt, ihr ganzes Leben lang. Die wollte wirklich weg davon kommen. Ja. Und meine Tochter, manchmal, ich habe gesagt, es ärgert mich, die haben so und so, das und das gesagt. Und dann, meine Tochter hat gesagt, Mami, eigentlich, diese Leute haben, diese ältere Leute, alte Leute, haben mehr Mut als junge Leute. Ja. Weil junge Leute haben diese Mut nicht zu sagen, okay, es ist egal, ich mache es. wenig. Ja, ganz wenig. Und die Eltern, diese Leute, die haben bemerkt, etwas fehlt und die wollte etwas einfach machen. Und eine, mehr als eine, hat mir gesagt, Joanne, ohne Gesang, ohne diese Chor, sterbe ich. 2016 hast du die Single der Plus Size Fashion Days gesungen, zu, ja. Hands in the Air, von, ja. vom lieben Paul Glaser ja. produziert. Wie war das für dich und was hat dir das bedeutet? Oh Gott, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen. Der Paul hat mich angerufen und sagt, Joanne, ich habe ein Projekt, ich wollte, wenn du Zeit hast und Lust hast, komm vorbei und hör das an. Und ich habe mir, ja, wie immer, ja, was soll ich denn, ja, ich gehe hin, ich höre das zu. Und zuerst die Texte hat mich sehr gut gefallen. Mhm. Weil es ist sehr positiv. Mhm. Und dann das Lied habe ich gesungen und ich habe das auch toll gefunden und so. Und weißt du, es ist, Tanja, es ist ein Ding, wer kann sagen, du bist zu Hause mit deinen Tausenden von Telefons und Internet und so. Ja, ja, ja. Nicht, dass ich warte. Ja, ja. Aber jemand eigentlich, er hat wirklich angerufen. Ja. Und sagt, Joanne, komm vorbei. Ja. Und ich habe das für dich, nur du kannst das singen, hat er mir gesagt. Okay. Und das hat mich so beeindruckt. Und was habe ich, er hat das geschrieben, du hast es produziert. Und ich finde das, ich bin so dankbar. Weil es ist nicht jeder zuerst in meine Alter kann sowas machen. Mhm. Ich meine, singen in dieser Art oder diese Form, Artform. Und viele glauben, nicht nur die Leute, die ältere Leute, die glauben, dass ältere Leute schaffen sowas nicht. Mhm. Manche Sachen, die schaffen das. Die kann das nicht machen. Mhm. Aber es bedeutet viel für mich. Darf ich über Sex sprechen? Bitte. Das wird immer interessant. Man vergisst nie. Nein. Man vergisst nie. Aber du, pass auf, ich habe das bemerkt, ich glaube, ich war 50 oder so, vielleicht Ende 50, habe ich bemerkt, dass Sex ist ein, wir Frauen, wir glauben, dass wir müssen jemanden lieben, Sex zu genießen. Mhm. Und ich habe gelernt, ich habe das erfahren, das ist eine Lüge. aber irgendwie, wir müssen das im Kopf haben. Und wenn der Mann nicht bleibt und wenn er nicht perfekt ist, irgendwie wir leiden. Und wir bauen das in unseren eigenen Kopf ein. Mhm. Du, pass auf, wenn er gut ist und es gefällt dir, mach es. So ist das. Schönes Schlusswort. Ja. Joanne, ja. Kannst du was für uns singen? Ach so. I got my hands in the air. Come on. Joanne, ich danke dir für dieses lustige Interview. Ja, ich denke, wir können alle immer ganz viel lernen, egal welchen Interviewpartner wir jetzt auch hier sitzen haben. Jeder bringt seine Geschichte mit, jeder bringt seine Story
Und es ist natürlich umso schöner, wenn wir die anderen Menschen damit auch erreichen können und wieder ein Stückchen Positivität nach außen weitergeben. Vielen Dank. Danke dir. Das war unser Interview mit der lieben Joanne. Und wenn ihr das Interview in voller Länge anhören wollt, geht einfach auf meinen Blog kurvenrausch-hamburg.de.